Hallo ihr Lieben, ich habe noch ganz schnell ein Mini-Mini-Shop-Update für euch. Und zwar habe ich ein paar Sachen, die ich euch eigentlich schon gezeigt hatte in anderen Videos, jetzt nachträglich in den Shop reingestellt, weil ich es eigentlich erst irgendwie vergessen hatte und bin jetzt drüber gestolpert und ja, wollte ich euch schnell zeigen nochmal. Ich habe nämlich die Magnete hier alle in den Shop reingestellt. Die habe ich nämlich letztes Mal einfach, total vergessen. Und ja, ich habe sie euch ja alle schon mal gezeigt, aber ja, ich mache es nochmal im Schnelldurchlauf. Ich stelle mir mal die Tüte hier hin. Kann ich die da reinwerfen? Ich habe diese hier, wo die Papiersticker drin sind, die haben sich alle am Rand ein bisschen mit Harz voll gesaugt. Und manchmal ist zum Beispiel hier ist der Sticker auch nicht ganz in der Mitte. Die habe ich als B-Ware eingestellt, obwohl ich finde, dass es eigentlich nicht so schlimm ist. Aber ja, die Teile sind alle gedormt. Ich denke, das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ich finde die wunderschön geworden. Die haben so eine richtig schöne Kuppel oben drauf. Und ihr seht es vielleicht hier auch so ein bisschen. Also im Shop sieht man es auf jeden Fall sehr gut. Bei den Fotos, die ich gemacht habe, sieht man überall hier diese Harzränder. Ja, da habe ich diese hier. Das sind wie gesagt alles kleine Magnete. Dann habe ich diese hier. Das sind die normalen. Die habe ich dann zum ganz normal eingestellt unter Magnete. Und wie gesagt, die anderen sind dann unter B-Ware zu finden. Aber sie sind natürlich deswegen nicht weniger schön oder irgendwas. Es ist halt einfach nur, weil die Sticker ein bisschen mit Harz vollgelaufen sind. Hier alle zusammen. Das ist auch wieder ein B-Ware. Ja, man sieht es jetzt hier, finde ich, gar nicht so doll. Aber es ist doch, hier ist schon so ein bisschen reingelaufen. Bei dem, das sind wieder die normalen. Der Alice ist auch B-Ware. Und die anderen sind ja Foliensticker, da ist natürlich nichts passiert. Also wer da Interesse hat, kann gerne mal im Shop vorbeischauen. Die sind schon alle drin. Und Shop-Link wie immer in der Infobox. Das sind auch B-Ware, bis auf den Bär hier unten. Da muss ich mir mal was überlegen mit den Papierstickern. Die muss man doch irgendwie vorher behandeln. Der ist B-Ware. Der ist auch nicht ganz in der Mitte. Der hier auch. Das ist auch reingelaufen und dann hier wieder ein Foliensticker. Aber vielleicht hat ja jemand Interesse dran. Ihr seht es ja hier, das sind die kleinen Magnete hinten drauf. Die sind mega stark. Ihr seht ja, wie die alle zusammenkleben hier. Das ist, ja. Die halten richtig, richtig gut, kann ich nur sagen. So, was nehme ich noch? Das sind hier nochmal zwei B-Ware. Drei B-Ware. Seht ihr ja, das sind alles die Papiersticker. Ja, die habe ich dann ein bisschen günstiger rein. Das sind jetzt alles die hellen Rosanen. Habe ich noch eins? Ne, und dann habe ich noch die pinken. Na, bleibst du hier? Und die pinken, da sind jetzt noch keine Magnete hinten drauf geklebt, aber die kommen noch auf jeden Fall. Das ist B-Ware und das hier auch. Und bei den pinken habe ich ja Sachen mit eingegossen, die hier oben ein bisschen rausgucken, so wie die Schleife. Alles mit beim Dome mit drin. Die sind so hübsch, die pinken. Also wie gesagt, wer Interesse hat, schaut am besten mal vorbei. Ich habe die euch ja alle schon mal gezeigt, deswegen ich halte die euch jetzt nur ganz kurz rein. Der ist, glaube ich, nicht im Shop hier. Der ist so schief, den wollte ich nicht verkaufen. Aber der Rest ist alles drin. Und die glänzen mega schön. Ich hoffe, man kann das wirklich im Video sehen. Dadurch, dass sie gedomt sind, das ist einfach mega. Die kommen ja eigentlich matt aus der Form. Und ich denke, kein Lack bekommt das so hin, dass die so glänzen. Ich finde die ganz, ganz toll. So, kommen wir zu den letzten von den Magneten. So, das sind dann die hier. Das sind ja die Sternzeichen-Mädchen. Könnt ihr auch mal im nachschauen, ob euer Sternzeichen dabei ist. Genau, also das ist die Tüte. Die sind wie gesagt alle drin im Shop. Und dann habe ich noch die Amulette fertig gemacht. Die habe ich euch ja auch im letzten Video gezeigt.
wollte ich euch auch nochmal schauen. Die sind jetzt auch alle drin im Shop. Und zwar habe ich da überall... heute ist nicht mein Tag. So eine Perle dran gehängt. Mit diesen Perlenkappen, die wollte ich endlich mal benutzen. Die sind so schön. Die sind übrigens weiß irisierend. Deswegen schimmern die so regenbogenfarben. Und dann hier noch so ein Herzchen mit dran. Und ja, das sind jetzt meine ersten Amulette mit Schlüsselring und Kette dran. Und die sind, wie gesagt, auch schon alle drin im Shop. Wer Interesse hat, kann reinschauen. Und falls noch jemand Interesse hat an den Katzenohrringen, ist jetzt ein bisschen verdreht hier, der kann mich einfach nochmal anschreiben. Da kommen nämlich demnächst auch noch welche nach. Die sind nämlich fast, ich glaube, sind alle schon ausverkauft im Shop. Also falls jemand noch Interesse hat an Katzenohrringen, schreibt mich doch einfach mal, schreibt mir mal eine persönliche Nachricht hier bei YouTube oder schreibt mich bei Facebook an oder über E-Mail. Es steht ja alles in der Infobox drin. Da könnt ihr mir dann sagen, was ihr gerne noch haben würdet an Katzenohrringen. Einen Anhänger habe ich auch als B-Ware drin. Ich schau mal, ich zeige euch das dann gleich, wenn ich ihn sehe. Der ist auch ganz hübsch. Wie gesagt, ich habe euch die Amulette ja erst im letzten Video irgendwo gezeigt. Ja, das hier ist der B-Ware. Da ist die Schleife verrutscht. Die gehört eigentlich hier unten hin. Ich denke, ihr könnt es sehen. Die ist irgendwie hier hochgerutscht im Harz und ich habe das absolut nicht gesehen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm und der ist auch als B-Ware drin. Falls den jemand haben möchte. So, hier ist ein bisschen Chaos. Ist halt alles gleich. Überall hängt eine Perle dran. Ihr seht es ja dann auch im Shop. Wir haben hier jeweils eine farblich passende Perle. Ich habe unterschiedliche, ich habe rosane, hier sind die mit Glitzer. Dann den noch. Dann hier das auch mit den orangenen Perlenkappen, passend zum Mädchen. Dann habe ich hier noch den rosanen. Und zu guter Letzt den hier noch. Ja, das wollte ich euch nur schnell zeigen, weil die habe ich jetzt in den Shop reingestellt, ohne Ankündigung. Und ja, damit ihr wisst, dass die drin sind, schaut ja auch nicht jeder ständig da rein. Ja, also wer Interesse hat, schaut mal vorbei. Link ist in der Infobox und sind natürlich auch noch andere schöne Sachen drin. Wie gesagt, die Katzenohrringe sind weg. Wenn jemand Interesse hat, schreibt mich an. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.